Schauspielerin Paulina Roginski ist mittlerweile sogar als richtige Astro-Expertin bekannt. Schon immer stellte sie sich die Frage, warum wir Menschen uns auf gewisse Weisen verhalten und ob es da versteckte Muster gibt. Seither hilft sie ihren Freunden mit ihrem Wissen über den Kosmos. In einem Interview für das Magazin Dazed feierte Selina ihr Sternzeichen. Ich bin so ein Krebs, ich bin verdammt sensibel. Ich fühle alles so intensiv, das ist einer meiner liebsten Eigenschaften an mir. Fühlen ist etwas, das ich liebe. Sängerin Beyoncé hat sogar einen eigenen Horoskop-Song. Im Jahr 2003 veröffentlichte sie den Song Signs. Darin singt sie von ihren persönlichen Erfahrungen mit verschiedenen Sternzeichen und ordnet diesen gewisse Eigenschaften zu. Und bei Madonna, da entscheiden die Sterne sogar darüber, mit wem sie zusammenarbeitet und mit wem eben auch nicht. In einem Interview riet der Star-DJ letzten Oktober, dass er beinahe ein Album für Madonna produziert hätte, bis er erwähnte, dass er Skorpion ist. Und einfach so war das gemeinsame Projekt vorbei, bevor es überhaupt beginnen konnte.